Giant Slam. Wir begrüßen ihn jetzt auf der Bühne mit einem 10-Punkte-Applaus. Hier ist Martin Schäuble. So, Martin, du bist ready? Ja. Ja. Wir sind ready, ihr seid ready, dann sagen wir sagen Science, ihr sagt Slam. Science! Hallo, schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Martin, ich bin Polymerchemiker. Und bei der BASF kümmere ich mich um das Recycling von Kunststoffen. Die nächsten 10 Minuten eurer Lebenszeit werde ich darauf verschwenden, euch zu erklären, was das mit Schrotthaufen und Schatzkisten und dem Kreislaufen zu tun hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfand jetzt die Stimmung in Deutschland in letzter Zeit nicht so toll. Ja, eher mau, eher weniger weltmeisterlich. Energiekrise, Konjunkturflaute. Der FCK steigt nicht in die erste Bundesliga auf. Ja, ne? Weltkrise, egal. Aber Fußball, ole, ole, ja. Aber es ist nicht alles schlecht in Deutschland, ja? Wir sind auch weltmeisterlich. Und wenn wir irgendwo Weltmeister sind, dann im Recycling. Genau. Was recyceln wir nicht alles weg? Ja? Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Das ist ein kleiner Schrotthaufen geworden. Was haben wir hier? Klassiker. Pfandflasche. Jetzt brauche ich ein bisschen Mitarbeit. Hände hoch. Wer hat schon mal eine Pfandflasche mit in den Urlaub genommen? Dort ausgetrunken, wieder in den Koffer gepackt, mit dem Flieger zurück nach Deutschland gebracht, weil es dort kein Pfand gab. Nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. That's the spirit, ja? Genau das brauchen wir, ja? Genau das brauchen wir, weil nur so kommen wir auf eine unglaubliche Recyclingquote von 97,6% Recycling in Deutschland mit Flaschen. Das heißt, 97,6% der Flaschen gehen wieder zurück ins Recycling-System und damit in die Schatzkiste. Wahnsinn. Was haben wir hier noch? Altpapier, auch ein Klassiker. Alte Zeitungen, wissenschaftliche Arbeiten, wird alles recycelt in Deutschland. Zack, wird wieder eine neue Doktorarbeit draus gemacht. Was denkt ihr, wie viel Papier wird recycelt in Deutschland? 30%? Ja, Hände? 30? Mehr? 50? 80? 85% Altpapierrückführungsquote in Deutschland. Stark, oder? Wow. Ab in die Schatzkiste. Und dann hier, gelber Sack, in jedem deutschen Haushalt zu finden. Ja. Auch hier sind wir Weltmeister, Trennungsweltmeister. In keinem anderen Land der Welt werden mehr Ehen geschieden, weil der Joghurtbecher nicht ordentlich ausgespült ist. Ja, ja. Es gibt wenig Fragen, die zu klären sind, bevor ihr euch ewig bindet. Das ist eine davon. Wenn ihr da unterschiedlicher Meinung seid, vergesst es, trennt euch. Das wird nie was. Ja. Spoiler, aus Recycling-Sicht muss man ihn gar nicht ausspülen. Auskratzen reicht. Ja. Und dann ist da auch schon eine ganz schön ordentliche Recyclingquote von 67,5%. Ja, da geht noch ein bisschen was, aber ist schon ganz ordentlich. Aber warum recyceln wir jetzt eigentlich so viel? Bisher lief das eigentlich immer so, ja? Öl aus dem Bohrloch, ab in die Produktion, dann werden Produkte draus gemacht und wenn die halt hinüber sind, dann ab in Müll. Aber was macht man jetzt mit dem ganzen Müll? Aber auf die Deponie kannten schon die alten Römer, ist aber eine doofe Idee, wenn wir jedes Jahr 433 Kilogramm Müll pro Kopf in Deutschland erzeugen. Ja? Doof. Nächste Idee, anzünden, verbrennen. Ja. Ist aber auch eine doofe Idee, wenn das entstandene CO2 dann in der Erdatmosphäre zur Erderwärmung beiträgt. Ja. Glauben nicht alle dran, ja, ist aber doof. Ja. Und dann könnte man das Ganze wieder benutzen. Reparieren, wieder aufhübschen, länger benutzen. Finde ich privat eine super Idee, klappt nur nicht immer und vor allem nicht ewig. Und dann wäre es cool, was zu haben, was aus den Materialien, aus dem Müll wieder was macht, was wir in die Produktion kriegen, ja, damit neue Produkte draus werden. Und genau um das kümmere ich mich mit meinem Team und viele andere in der BASF. Das sind die Recycling-Technologien, um die soll es heute Abend bei mir gehen.
Was haben wir hier noch? Muss ich in die Tasche greifen. Ein Auto. So sieht übrigens ein Auto aus, wenn ich das zeichne. Deswegen macht das lieber die KI. Aus was besteht jetzt so ein Auto? Stahl, Aluminium, Kupfer, ein Haufen Metalle, ein bisschen Elastomere, das sind Gummis, Glas, ein bisschen was anderes und dann Kunststoffe. Ja? Ein Haufen Kunststoffe, viele unterschiedliche Kunststoffe. Da sind auch unsere mit dabei. Und wenn man die jetzt auftrennen will, dann schmeißt man sie in eine große Badewanne und schaut sich an, was schwimmt, was sinkt. Da ist also Dichte der Trennungsgrund. Das soll auch privat ab und zu vorkommen, dass Dichte ein Trennungsgrund ist. Und zum Schluss bleibt dann ein Kunststoffhaufen übrig. Der ist ganz schön groß, weil wir jedes Jahr 6 bis 12 Millionen Autos in Europa recyceln. Ja, also der ist ganz schön groß. Wenn, hat jeder gewusst, oder? Ja, okay. Und wenn wir uns jetzt anschauen wollen, was machen wir mit dem Kunststoffhaufen, wie recyceln wir den, dann müssen wir erst nochmal kurz überlegen, alle die in Chemie schlecht waren, was sind Kunststoffe überhaupt? Kunststoffe sind, wie ihr alle wisst, lange Molekülketten, sogenannte Makromoleküle, aufgebaut wie ganz normale Ketten, ja, aus einzelnen Kettengliedern. Der Fachmann spricht dabei von Monomeren. Der ein oder andere kennt vielleicht das Prinzip der Monogamie, ja, wo man nur ein Schätzchen hat. Wohingegen bei der Polygamie, wer kennt sich aus, hat man mehrere Schätzchen. Ja, genau, also wir haben gelernt, Mono, Einzel, Poly, Viel. Aus den Monomeren werden Polymere, aus Propylen wird Polypropylen, aus Amide werden Polyamide und aus Butanol und Terephthalsäure wird eben Polybutylenterephthalat. Klar. Und so wie es im Alltag auch unterschiedliche Ketten gibt, ja, Fußkettchen, kleine Silberkettchen, Rapperketten und Ankerketten, so gibt es auch bei den Kunststoffen für die unterschiedlichen Anwendungsfälle unterschiedliche Kunststoffe. Hart, weich, flexibel, stark. Ja, und niemand würde auf die Idee kommen, mit einem Silberkettchen ein Schiff festzubinden und man hängt auch einem Kollegen keine Ankerkette um den Hals, außer man will ihn versenken. Ja. Die Kunststoffketten, die Polymerketten, die liegen dann so nebeneinander geordnet vor, ja, an manchen Stellen auch ein bisschen durcheinander. Alles ist furchtbar klein, aber insgesamt machten die Ketten dann das Bauteil aus. So, jetzt haben wir gelernt, was sind Kunststoffe, wie kommen die Kunststoffe aus dem Auto, dass Polymerchemiker nicht unbedingt in Polygamie leben, haben wir auch gelernt. Und jetzt ist wirklich die Frage, wie recycelt man die? Dafür gibt es unterschiedliche Werkzeuge, die glorreichen 4, erkläre ich euch gleich. Und diese Werkzeuge, ja, für die Umwandlung, das ist genau das, wo die BASF seit 160 Jahren ihre Trümpfe ausspielt. Wir entwickeln die Werkzeuge für chemische Umwandlungsprozesse und das können wir auch in dem Fall tun. Auch wenn der Werkzeugkasten fürs Recycling noch nicht ganz voll ist oder wir müssen eine oder andere Zange noch ein bisschen verbessern oder ein neues Werkzeug entwickeln, dann glaube ich schon, dass wir das schaffen. Also los geht's. Wenn man sauberen, sortenreinen Kunststoff hat, ja, dann kann man den aufschmelzen, vor allem wenn es Thermoplaste sind. Das sind spezielle Kunststoffe, aber ziemlich viele. Da kann man sie aufschmelzen, neu in Form bringen. Ja, Modell Heißklebepistole, hinten festes Material rein, Hitze drauf, aufschmelzen, man verbrennt sich die Finger. Dann bringt man es in neue Form, Bauteil, fertig mit Kunststoffrezyklat. Nennt sich mechanisches Recycling, da bleibt die Kette intakt. Da passiert auch nichts groß. Sollte man auf jeden Fall tun, wenn man einen guten Kunststoffabfall hat. Gut, unsere Heißklebepistolen sind ein bisschen größer, nennt sich dann Doppelschneckenextruder, klar. Wenn der Stoff dann seit 30 Jahren im Auto war, vielleicht nicht mehr ganz so sauber, ja, bisschen dreckig, dann könnte man den Stoff auflösen, wie eine Leiche in CSI Miami. Man filtriert den Dreck ab, ja, wird das Lösemittel los und dann ist es wieder sauber. In der chemischen Industrie machen wir das nicht in Schwimmbädern und selten mit Leichen. Nennt sich dann lösemittelbasiertes Recycling in solchen Tanks. Wenn die Kette jetzt noch ein bisschen verdreckter ist oder vielleicht auch einzelne Kettenglieder kaputt, dann macht man was Cooles, dann baut man die Kette auseinander und reinigt die einzelnen Kettenglieder. Mag sich der eine oder andere jetzt denken, boah, braucht man ganz schön viel Kraft, ne? So Kette auseinanderreißen. Ja, kommt drauf an. Manche Ketten, die sogenannten Polykondensate, haben den Mechanismus fürs Auseinanderbauen schon eingebaut. Die kann man dann auseinanderbauen wie so ein Kletterkarabiner.
und dann wieder zusammenbauen und dann aufreinigen in solchen Anlagen, nennt sich dann Depolymerisation. Wenn das alles dann zusammen vorliegt, ja, der komplette Mist zusammen, dann bleibt immer noch der Hammer. Ja, ist auch gerade politisch Mittel der Wahl, einfach draufhauen, gucken, was passiert. Wir machen das kontrollierter, hohe Temperatur, kleine Moleküle, die können dann wieder bei uns in die Prozesskette, in unseren Verbund und dann macht man neue Ketten draus. Je nach Größe des Hammers nennt sich das dann Pyrolyse oder Gasifizierung und ein gescheiter Verbund sieht immer noch so aus. So, was haben wir jetzt gelernt? Danke. Was haben wir jetzt gelernt? Je nach Müll brauchen wir unterschiedliche Technologien, die wir gerade entwickeln, auch mit unseren Partnern, damit immer mehr Material im Kreis läuft und immer mehr Material vom Schrotthaufen in die Schatzkiste fliegt. War klar. Okay. Liebes Publikum, der erste Starter, Martin Schäuble! Woo!